Der neue Fahrplan sorgt dafür, dass die Leute aus dem Sendegebiet schneller in den Süden reisen können. Für die SBB ist das eine Herausforderung. Für Kunden geht es 30 bis 40 Minuten schneller. Vom Tessin in die Deutschschweiz oder umgekehrt. Für uns als Eisenbahn ist sicher der Betrieb, das Umstellen, dass die Züge viel schneller da sind. Kaum hat die S-Bahn Zürich verlassen, fährt er schon in die Tunnellinie. Die grösste Herausforderung wäre vermutlich, dass die betroffenen Züge wieder in die jeweiligen S-Bahn-Systeme integriert werden müssen. Neben den extra Zügen am Wochenende bleibt außerdem die Gotthard-Panoramastrecke beibehalten. Für touristische Gruppen und Grossväter wie mich, die mit der Enkelin wollen, den Mythos Gotthard besuchen, werden wir den Panoramazug anbieten, wo wir wirklich dann auch langsamer fahren. Die SBB hat aber nicht nur Erfreuliches zu verkünden. Im 2017 haben wir eine durchschnittliche Tariferhöhung von 3%, die wir versucht haben, möglichst gut auf die einzelnen Sortimentsteile zu verteilen. Also möglichst verträglich, weil eine Preiserhöhung ist ja nie etwas, das nur schön ist. Betroffen ist unter anderem das GA. Wer das aber weiterlaufen lässt, zahlt im 2017 nochmal gleich viel wie dieses Jahr. Eine Preiserhöhung sei aber nötig. GA-Kunden sind unsere besten Kunden, aber auch unsere besten Kunden müssen dazu beitragen, dass das Angebot natürlich ständig wächst, dass die Infrastruktur ausgebaut wird und darum das natürlich auch mit höheren Kosten zu Buch schlägt. Eine weitere Preiserhöhung sei momentan nicht in Sicht.